Der Originalradlauf hat ja hier diese Kontur. Ja. Der neue Radlauf, den haben wir ja bewusst die Kontur etwas nach oben gesetzt. Das heißt, ihr seht hier einen Abstand. Also dieses Maß quasi ist ja der Abstand zwischen der Kante hier und der hier. Warum haben wir das gemacht? Weil wenn ihr euch vorstellt, das Rad steht im Endeffekt hier, dann wirkt das Auto richtig bullig. Ja? Das Auto steht nochmal ein bisschen satter auf der Straße. Macht übrigens ein normaler Bodykit-Hersteller nicht. Wir haben auch die Heckscheibe schon fertig. Das grobe Design. Jetzt wollen wir es ein bisschen abhacken. Was sagst du? Das sieht super aus. Und damit das schön bündig läuft, gibt es halt hier nochmal eine Leiste. Gell? Genau. Wo wir noch ein Problem haben. Oh, nein. Hab ich noch gar nicht erzählt. Aber... Also ein Problem, weißt du schon, hier, diese Gummileiste hast du schon angesprochen. Ja, weil die Coupé-Fahrer, die das jetzt schauen, die wissen ein Lied davon singen. Diese Leisten hier, die sind ja relativ, also die lösen sich und wirken dann so ein bisschen wellig. Ja? Das sieht dann teilweise aus, man denkt, da wäre groß Rost drunter, aber meistens ist das gar kein Rost, sondern diese Leiste als solches hat wellig. So eine Gummileiste, die eingeklipst ist. Und die ist sehr, sehr oft vergriffen. Ich glaube, ganz aktuell gibt es die sogar, meine ich, noch bei Audi Tradition. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber Ende letzten Jahres gab es die Mob, gab es zumindest. Aber da das so viele betroffen sind, die Coupés, sind die oft nicht so gut verfügbar, muss man sagen. Okay. Und das musst du deswegen auch machen, aus meiner Sicht, unabhängig von der Verfügbarkeit, du kannst dieses Material ganz schlecht lackieren, weil das ist halt Gummi. Ja, und ich sag mal, das sieht halt nicht gut aus. Da ist ja unten drunter, da fehlt ja der Schweller noch. Dann ist das in Wagenfarbe und ihr habt halt hier so einen schwarzen Streifen. Das sieht so ein bisschen aus wie auf einer Beerdigung. Ne? Das wollen wir nicht. Ja. Soll ja modern wirken, die alte Dame. Gummi auf jeden Fall machen wir neu. Ja, also machen so einen Aufsatz, was Neues. Aber, ha, Ruben. Was denn? Jetzt machen wir, ich habe auch ein Coupé, der gerade in der Produktion steht. Und wir arbeiten an meinem Coupé, während wir hier dein tiefer legen und so weiter. Und da gibt es ein Problem. Ha. Schweller. Komm mal her. Problem ist, diese Leiste, die geht von hier, ne? Also das ist das Kunststoffteil hier. Ja, ja. Von hier, bis hier und dann bis hier. Mhm. Ja? Und wenn du die abmachst, um die Schweller zu montieren, ist kaputt. Weil der Schweller ja quasi, der geht hier drüber, oder? Der ist drunter. Der geht drunter und hört dann hier auf, oder was? Genau. Das heißt, du musst das Teil abmachen, dass du das Schwellerteil dran kriegst. Genau. Und die brechen. Also ich habe jetzt bei mir beide Seiten ausprobiert, bei dir wollte ich das nicht machen. Ausprobiert und das ist nicht gut. Dann müssen wir... Und es, entweder muss sich jeder Kunde so eine Leiste kaufen. Gut, da weiß ich, muss man gucken, wie die verfügbar sind, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber kann man dann etwas Schönes machen? Oder wir können das Teil auch irgendwie machen und dann irgendwie lackieren oder sowas. Oder machen Carbon. Oh! Nee, ehrlich jetzt. Wir können das in Carbon machen. Aber in Carbon wäre schon geil. Ja. In Carbon wäre schon geil. Warte. Alle Hyundai-Fahrer, oh, jetzt machen wir das an Audi dann. Guck mal, das wird ja fett. Oder? Ja. Wenn das alles in Carbon ist. Das wäre schon geil, ja, klar. Ist halt ein Riesenteil. Was sagst du, ne? Richtig gut, ja. Ist halt total lang, das ist halt so, ne? Ja, das ist echt geil. Und dann können wir es quasi Schweller einbauen. Ja. Schweller drauf, dann hier kleben, Carbon. Dann schreiben wir hier was Schönes drauf. Ja. Hommage an Audi Quattro, 40 Jahre Audi Quattro. Oder? Wahrscheinlich ist wieder französisches Wort, muss man fragen. Ich bin heute so französisch. Glaubt mir kein Mensch. Monsieur? Ja. Monsieur Pelzig? Oh. Bonjour. Oh la la. Oh la la. Ich habe hier so Dinger gemacht. So. Hast du eine coole Plakette oder was? Ja, das ist mit limitiert und so weiter. Wieso habe ich so viele Essensbilder? Ja, das ist für Tasse. Pelzig fotografiert immer sein Essen. Ja, guck mal. Wir können das hier. Quasi so. Das ist mega. Ja, dass er so quasi eine Kante ist. Dann bekommt jeder von uns. Mal gucken, das hier. Jeder von uns so ein Ding, von beiden Seiten. Und erstmal aus Carbon. Und dann hier kommt so eine Plakette. Mega. Das ist auch gut. Also, mir gefällt es. Das sieht ja auch. Das sieht bestimmt fett aus. Jetzt legen wir so viele Sachen hier bei dem Bodykit dabei. Das sind gut, glaube ich, wenn ich öfters komme. Nein. An die, da kommen immer neue. Wird's immer teurer. Wird's teuer. Also teurer für dich. Das nächste Mal machen wir erstmal Projekt fertig und dann machen wir Preis bei dem Bodykit. Nee? Nein, also das bleibt alles bei dem Preis. Wir legen nur ein paar Sachen dabei. Drinne? Nix, ne? Ah. Nein! Hat er nicht gesagt. Wir können es noch nicht offiziell machen, aber ich kann so ein kleiner, wie nennt man das? Spoiler, oder? So, ich bin mit so Social Media Spoiler, nennt man das, oder? Ja. Das ist Neudeutsch. Wir können einen kleinen Spoiler machen. Und zwar gibt es fürs Interieur für das Auto noch ein kleines Leckerli, nämlich in Sachen
Sitz von Recaro. Was soll Recaro sagen? Ja, die Firma Recaro hat sich aber was ganz Besonderes überlegt. Aber da darf ich jetzt... Für das Auto? Ja, für Audi Coupés. Nein, für alle oder für deinen? Für das, für nicht nur für meinen. Für zwei wenigstens? Nicht nur für meinen, aber da müsst ihr euch jetzt gespannt sein. Und für meinen? Nein, auch nicht nur für deinen, nicht nur für uns auch. Ach so, okay. Ja, aber da müsst ihr euch jetzt noch gedulden, mir darf ich nicht verraten. Das wird geil, ich sag's euch. Ja? Ja. Viele Grüße gehen da schon mal raus an Recaro, das ich. Ja, von mir auch raus. Ich finde, Recaro sitzt einfach nur fett. Ja, ich meine, deswegen habe ich auch die einfach nur. Deswegen sind ja auch schon Recaros auch drin, ja, also ich... Ich stehe halt auch total auf die Sitze. Ich finde auch, der Sitzkomfort ist Wahnsinn. Also, da denken ja viele, da sitzt man nicht gut drin. Aber oder in der neuen Recaro, in dem Podium, in diesem Fancy, in dem neuen Sitz von Recaro. Ja. Da bin ich das letzte Jahr von MTM diesen RS6 gefahren. Da hat der hat die montiert gehabt. Du hast so einen Langstreckenkomfort in dem Sitz. Das ist Wahnsinn. Das Einzige, was halt natürlich einschränkend ist, ein bisschen bei so einem Schalensitz, wenn du ein- und aussteigst, dass du über diese Kante halten musst. Ja. Aber wenn du mal drin sitzt, phänomenal. Also echt richtig geil. Ich muss ja auch was verraten, wenn du schon nur über Recaro sprichst hier in dem Video. Ich habe jetzt auch zwei Sitze bestellt. Ha! Aber nicht für eine Audi. Sondern? Für meinen Beetle habe ich so zwei fette Recaro-Sitze bestellt. Nee, das Ding muss brutal sein. Ich habe gesagt, mein Beetle muss brutal sein. Na. Ja. Bleibt der schwarz, oder? Weißt du was? Nee, also nee. Guckt weitere Videos von uns. Ha! Der wird 1:1 wie im Spiel sein. Mit Digitaldruck und so weiter. Das machen wir. Zwei Schallensitze, Gewindefahrwerk, geile Räder, 22 Zoll. Auspuff. Da hat sich die Firma Supersport, der Mario, schöne Grüße, schon gemeldet und die würden für alle Beetle-Fahrer eine richtig geile R32 Auspuffanlage bauen. Cool. Also mit Doppelrohr, quasi so schön mittig. Aber wie beim Golf 5 R32. Genau, so wird das aussehen. Na, Sitze werden neu, der Dachhimmel, ich meine, der Dachhimmel, alle Coupé-Fahrer wissen, dass der oft so ein Problem hat mit dem Durchhängen. Hab ich auch. Der wird schwarz. Dann die Türtafeln werden halt neu bezogen mit so einem typischen Audi Quattro-Stoff, so diesen Quattro-Satin. Und dann gibt es noch einen Shifter anstelle des originalen Schalthebels. Und Lenkrad mache ich noch neu und wahrscheinlich die Drehzahlmesser mit einer anderen Farbe, einer Kontrastfarbe wahrscheinlich. Okay. Und hinten kommt noch ein Clubsportbügel rein. Ja. Woher? Dann machen wir noch von Barry Car Tuning. Der stellt diese Bügel her, die sogar teilweise eintragungsfrei sind, wenn du die am ISOFIX befestigen kannst. Das ist dann wie eine Ladung, was du mitnimmst. Also das ist quasi nicht... Das muss man nicht eintragen lassen. Cool. Der macht aber auch welche, die man eintragen lassen muss, aber der macht auch hauptsächlich welche, die man quasi an ISOFIX befestigen kann. Und das wird bei dir auch so sein? Bei mir jetzt nicht mit ISOFIX. Bei mir wird es eingetragen, weil ich ja kein ISOFIX habe in dem Auto. Okay. Aber der macht echt da coole Dinger, wo man sich diese wirklich die Streben genau aussuchen kann, wie man die haben will. Mit Kreuz, mit Doppelkreuz, mit Netz. Der hat dann auch so ein Clubsportnetz dann. Also das wird relativ fancy bei dem Auto. Wie heißt er? Bavarian Car Tuning. Ne, der Typ. Dominik. Dominik, ich will auch einen. Ha, jetzt kommt der Herr Pelz. Ich will auch. Ich brauche unbedingt so ein Ding. Aber hier, bei Audi, ja, ich habe auch einen. Ich habe nur 174 PS V6 geholt. Die sind mittlerweile so teuer, die Dinger. Das nächste Mal rufen bei nächsten Projekten definitiv, was machen wir? Beim nächsten Projekt, was machen wir zuerst? Das Auto kauft. Ja, dann veröffentlichen. Weil auch hier bei den Audis, die sind, ja. Die ersten 40 sind weg bei Mobile, die günstigen. Und danach suchen wir. Wie toll. So, fertig? Fertig. Ich muss jetzt heimfahren, noch ein bisschen Stück fahren. Ne? Ein Stückchen fahren mit dem schönen R7. Ich will auch gar nicht jammern, fahre ja gern. Ja, gut, ich auch. Ich bin auch so ein Typ, der gerne Auto fährt. Ja. Ich weiß nicht warum, ich glaube, ich bin im Auto geboren. Ich kann da total abspannen, ehrlich gesagt. Autofahren und Musik hören ist für mich das beste Relaxen. Ja, also da bin ich total, und da fahre ich auch nicht schnell, sondern einfach nur so vor mich hin, das ist für mich total entspannend. Hast du es auch? Ich habe es auch wirklich, ich fahre nach Saint-Tropez oder nach Polen oder Dixie. Am liebsten fahre ich alleine, ein bisschen Musik. Hey, ich habe so viele geile Ideen. Ja, bei mir auch. Ja? Bei mir auch deswegen, ich sage mal, ich bin ein, klar, wenn ich jetzt dienstlich fahre, dann telefoniere ich natürlich auch viel im Auto. Aber wenn ich privat fahre, mag ich eigentlich im Auto gar nicht telefonieren oder so, weil ich will einfach Musik hören und auch gar nicht groß reden, sondern einfach nur so vor mich hinfahren. Das mache ich echt gern. Ja, bei mir ist sogar so, wenn ich richtig Stress habe,
dann setze ich mich abends oft noch ins Auto und fahre einfach eine Runde. Wirklich gar nicht rasen, einfach nur schnell, nur langsam vor mich hinfahren mit einer ordentlichen Musik an. Und das ist für mich, da komme ich total runter. Ich auch. Ich kann nicht empfehlen. Gleich, wirklich, ich habe da auch gleich ein Gefühl. Was wir noch im Kopf haben, ich habe das schon eingerichtet. Wir rufen, wenn natürlich das Video jetzt auch 100.000 Kommentare bekommt, schreibt bitte, Ruben, macht bitte YouTube. Jetzt komm schon. Kanal. Nein, jetzt. Doch, schreibt dann bitte hier. Wenn ihr 1.000 erreicht, musst ihr das machen. Nein, ihr dürft euch nicht beeinflussen lassen. Doch, doch. Bitte. Andi. Der Andi ist immer sehr. Das er muss das machen. Ich höre es ehrlich, ich gucke kaum YouTube. Ich bin ehrlich, ja. Manchmal schaffe ich sogar meine Videos, gucke ich so schnell, so überspringe ich, weil manchmal schaffe ich das wirklich nicht. Aber ich bin ja live dabei, deswegen weiß ich, was ungefähr kommt. Ja. Ja? Nur, ich würde mir deine Videos angucken. Ich bin ehrlich. Also ich, nicht, weil du mir gerade vor mir stehst, sondern einfach wirklich ich ganz sehr interessant. So. Tschüss.